Die Diskussionen der Reformen in sozialdemokratischen Parteien in Europas verlaufen in fast allen Ländern mit bemerkenswerter Einmütigkeit. Das heißt, gerade die Forderung nach einer zunehmenden Partizipation, einer größeren Einbindung der eigenen Mitgliedschaft und mehr direktdemokratischen Elementen in allen Parteien oder in allen sozialdemokratischen Parteien Europas, finden sich durch alle Reformentwürfe, die in den letzten Jahren so gemacht worden sind. Und das ist auch durchaus einleuchtend. Partizipation und mehr direktdemokratische Elemente sollen Abhilfe schaffen gegen schwindende Mitgliedszahlen, gegen eine starke soziale Verengung der sozialdemokratischen Mit- und Anhängerschaft auf nur noch bestimmte Teile der Gesellschaft und gegen die wahrgenommene Abschottung der politischen Klasse und eben gerade der sozialdemokratischen Funktionärskörperschaft. Insofern ist eine zunehmende Partizipation der Mitgliedschaft in oder eine Einbindung der Mitgliedschaft in politische Prozesse, in die programmatischen Entwicklungen der Parteien, in die Strategie, die Bündnispolitik der Parteien durchaus einleuchtend, plausibel, intuitiv, auch wichtig. Es bietet aber eben auch Risiken und Gefahren, die unter Umständen in vielen Parteien gar nicht so sehr wahrgenommen werden. Aber wenn man es zu stringent, zu stark, zu dogmatisch umsetzt, durchaus ganz große Schwierigkeiten bereithalten können. Da ist zum Ersten der Punkt, dass Partizipation und direktdemokratische Elemente natürlich der Logik unter Umständen entgegenstehen, nach denen das fein austarierte System von Quoten und Proporzen in Volksparteien, und als solches haben ja Sozialdemokratien zumindest lange Zeit gearbeitet, eigentlich entgegenstehen. Das hat damit zu tun, dass die Logik von Partizipation und Direktdemokratie eine andere ist als die des Aushandlungsprinzips von Volksparteien, der Eingemeindung von verschiedenen Minderheiten, der Versicherung, alle Teile der Partei finden ihren Weg am Ende in die gemeinsame Programmatik, in die gemeinsame Politik. Es ist eine Zusicherung gewesen an die ganz unterschiedlichen Teile der Mitgliedschaft, dass ihre ureigenen Interessen schon berücksichtigt würden und einfließen in eine gemeinsame Parteiidentität. Eine Abstimmung über programmatische Prozesse, womöglich sogar ein Mitgliedsentscheid über wichtige strategische Entscheidungen oder über Personalien, funktioniert aber nach einer anderen Logik, nämlich eher nach dem Mehrheitsprinzip. Ein Mehrheitsprinzip teilt aber die Partei in Sieger und Besiegte. Er polarisiert. Es gibt einen Wahlkampf darum, der unter Umständen auch schon aufwühlt und der nicht zwangsläufig am Ende, und das ist das Wichtige, eben dazu führt, dass die Partei die Lösung für sich akzeptiert, als Ganzes akzeptiert und dann eben auch nach außen vertritt. Das ist keinesfalls automatisch der Fall. Und es gibt viele Beispiele, die eher das Gegenteil zeigen. Das Zweite ist, dass Partizipation ein sich selbst verstärkendes Thema ist. Partizipation ist ein ausweitendes. Die Überschrift der Einbindung führt dazu, dass man immer mehr quasi fordert, nachlegen, einbinden, einbeziehen muss. Und gerade wenn man es experimentell versucht, durchzuführen, ist natürlich bei einem negativen Votum am Ende, man sagt, es hat nicht so richtig funktioniert, ist die Beschneidung von Partizipation, also das Wiedereinholen von Einbindungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten, äußerst problematisch, weil es natürlich eher den Ogu des zurückschneidenden Autoritären hat oder so, dem man ja jetzt gerade so ein bisschen entkommen möchte. Der nächste Punkt, ganz wichtig, ist, dass Partizipation Ressourcen erfordert, die längst nicht jeder besitzt, die längst nicht auch nicht jede Gruppe der Gesellschaft zu gleichen Teilen besitzt. Partizipation ist hoch voraussetzungsvoll. Das heißt, man braucht Zeit, Mut, Redetalent, aber auch Organisationsfähigkeit. Eigentlich all das, was man sagen würde, was auch früher schon die Leute ausgemacht hat, die Politik und Parteien organisiert haben. Das heißt, von den Voraussetzungen ist es gar nicht so etwas anderes, als das zu volksparteilichen Hochzeiten der Fall gewesen ist. Nur haben sich jetzt Parteien nicht nur insgesamt verkleinert, sondern auch sozial verengt, soziale Gruppen gänzlich aus der Politik quasi entlassen oder zurückgedrängt. Und gerade diese Gruppen kann man natürlich mit der Ausweitung von Partizipationsangeboten überhaupt nicht in die Politik zurückholen. Jemandem vorzuschlagen, er solle doch seine Interessen in einem Ortsverein einer Partei einbringen, ist oder wird, denke ich, von weiten Teilen der Bevölkerung als relativ schräg empfunden. Insofern ist die Hoffnung, dass Partizipation die gesellschaftliche Öffnung der Partei verstärkt,
die Partei wieder an ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen heranführt, die kann durchaus sehr stark trügen. Das Dritte wäre, dass Partizipation, wenn man sich die Empirie anschaut, die Experimente, die gemacht worden sind mit der Einbindung von direktdemokratischen Elementen, der Ausweitung von Mitbestimmungsmöglichkeiten, beispielsweise bei Wahlen oder Kommunalwahlen, dass dort das Ergebnis war, dass es eine sehr starke Diskrepanz gibt zwischen des Partizipieren Wollens und dem letztendlichen Partizipieren. Das heißt, die Entscheidung oder die Unterstützung für die Frage, möchten Sie mehr direktdemokratische Elemente, ist in fast allen Fällen überwältigend groß. Die Empirie dann der tatsächlichen Teilnahme bei Kommunalwahlen, die stärkere direktdemokratische Elemente haben, bei Volksabstimmungen, Mitglieder entscheiden, ist sehr viel zwiespältiger. Gerade auch, wenn es darum geht, eine zusätzliche Beteiligung über eine detailliertere Beteiligung sicherzustellen. So zum Beispiel bei Kommunalwahlen, bei denen es mehr Stimmen gibt, sodass man Landeslisten umgruppieren kann, dass man Kandidaten direkt aus einer Liste auspickt und direkt wählt oder so. Man sieht das zum Beispiel bei den letzten Kommunalwahlen in Hamburg, bei den Entscheidungen in Frankfurt, wo dann Stimmzettel plötzlich auf DIN A2-Größe angewachsen sind und man 10, 20, 30, 40 Stimmen zu vergeben hatte. All dies schreckt natürlich gerade die Gruppen besonders ab, die man eh schon für die Politik verloren glaubt, die man aber, das schreiben sich sozialdemokratische Parteien immer noch auf die Fahnen, wieder an die Politik zurückholen möchte. Insofern ist die Frage sehr stark dann doch, ob die Form oder die Überhöhung fast schon von Partizipation, die man jetzt in vielen Reformprogrammen der Sozialdemokratien finden kann, ob die so zweckmäßig ist für die Probleme, die man diagnostiziert hat, für die Parteien als Ergebnis der dritten Wegspolitik. Denn der dritte Weg ist immer als programmatischer Weg beschrieben worden, der die Parteien ausgedünnt hat, sozial verengt hat, die Mitgliedschaft entwertet hat. Insofern ist die Partizipation, gerade wenn sie sich aus den programmatischen Übertreibungen des dritten Weges begründet, durchaus einleuchtend. Man sollte nun aber nicht den Fehler machen, Partizipation als Allheilmittel so stark zu unterstreichen, dass es auch hier wieder zu großen Problemen führen kann.